So, müde sind wir jetzt auch. Und so, wir müssen erstmal schauen, wo wir sind. Ein Amsterdam, exakt. Also gehen wir aus Amsterdam raus und dann Richtung, ja, auf alle Fälle nicht Rotterdam, ne? Warte mal kurz. Aus Amsterdam raus. Was heißt das eigentlich? Ich weiß es nicht genau. Radio Freie Welle. Ich weiß es nicht genau, wie wir hier rauskommen, ne? Na, gucken wir mal. Achso, wir müssen schauen, wo wir schlafen können. Weil das ist noch ziemlich weit. Kann man eigentlich hier schlafen? Nur mal als Gag. Kann man hier schlafen? Nee. Kann man hier schlafen? Tatsächlich? Nee, kann man nicht. Nur den DAF-Händler haben wir entdeckt. Ich glaube, wir können hier schlafen. Hier ist ein Bett. Ja. Oh, na, oder hier. Ne? Hier können wir natürlich auch raus. Ah, okay. Naja. Ja, ich bin ja schon. Ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon dabei. Und suche mir ein Bett. So. Ah, nein! Und? Nein. Gerade noch so geschafft. Ja. Gerade noch so geschafft. Nicht schlecht. Ne? So, wir müssen, glaube ich... Ja, wo müssen wir jetzt hin? Ah, warte, ich bleibe mal stehen. Oh Gott! Ist das was? Achso, ja. Passt. Wir müssen dann... Ach ja... Traumhaft. Traumhafte Fahrt. Ne? Aber dann hätten wir. Ansonsten hätten wir ja nichts zu erzählen. Jetzt sind wir also in Amsterdam. Da waren wir schon mal. In der Amstelstadt. Beim Amsteldamm. Sie werden müde. Ja, das muss man eben. Das sag ich euch. Ich gehe schon mal rüber. Das muss man eben... Erzähl mir hier schlecht. Müssen wir uns, wie wir das sonst immer gemacht haben... Ich habe es vergessen. Ich habe so viel vergessen in der Folge. Müssen wir das... Ich bin ja auch heute... Ich bin heute einfach ein bisschen zu müde. Das merkt man auch. Ne? Ach, ups. Das merkt man dann einfach auch. Das soll man dann auch, das soll man dann wirklich was anderes machen, als hier zu fahren. Was wollte ich sagen? Was machen denn die hier? Was macht denn ihr? Vor allem die Polizei, ne? Die macht ja mit. Da geht gar nichts. Vor allen Dingen, ich habe noch nicht mal die geringste Chance. Ja, ich könnte. Passt auf. Jetzt wird's. Ja, aber dann hier kommen wir nicht durch. Da hinten kommt auch noch die Polizei. Was ist denn jetzt hier bei euch los, Jungens? Geht nicht viel, ne? Davon gab es also eine Karambolage. Okay, sehe ich ein. Ja, ich komme hier nicht durch, oder?
Komme ich hier durch den? Weil ich nehme an, dass da nie wieder was geht hier. Warte mal, wie ist denn hinten? Oh, der hängt voll an mir dran. Na. Oder vielleicht kann ich ein bisschen nach hinten. Aber ich komme nie hier rein. Ich komme ja nie hier. Ich würde hier vielleicht gerade so durchkommen. Aber ich muss ja die Richtung hier. Nicht nach Rotterdam, sondern nach Osnabrück. Huch. Und wird immer schlimmer hier. Also da vorne geht nichts. Ne? Also wir müssen es einfach riskieren. Ja, die versuchen immer, ne? Aber da vorne geht halt nichts. Schon gedacht, dass der dann da drüben dran hängen bleibt. Ne? Ne, ich bin hinten rangefahren. Oh, jetzt fahren sie. Super. Jetzt, wo ich fast durch bin. Jetzt fahrt er natürlich. Das ist mir klar. So, jetzt hänge ich voll drin hier. Ne? Weil ihr... Ja, jetzt müssen wir das Ding mal sehen. Jetzt, ich hätte nur ein bisschen noch warten müssen. Ne? Hätte es ja rausschneiden können. So, wie sieht die Lage der Nation aus? Bin hier voll drin verkeilt. Ah, okay. Obwohl, wenn ich dann noch ein bisschen hin und her switch. Ja, die, wenn die nicht da wären. Ne? Uhuhu. Und? Angst? Und Angst? Ja, was denkt ihr, was ich hier mache? Na gut, gut, das war die Aktion. musstet ihr auch mal mitmachen? Ne? Ja. Okay, das haben wir dann auch erledigt. Vor allem werden wir ja immer müde. Na, wenn hier Parkplatz ist und tanken, dann gehen wir da hin. So. Was haben wir denn hier? Texaco. LKW tanken ist hier drüben. Danke, dass ihr das mal anzeigt. Das ist nämlich nett. Wirklich auffallend nett. Gut. Dann lassen wir was rein, ne? Huch. Was denn jetzt wieder mit müde? Ich will sehen, was ich hier reinlasse. 1,25! Wow. Ganz schöne Dieselpreise hier. Okay, das hätten wir. So, wir versuchen dann mal einen Schlafplatz zu finden. Das könnte hier eigentlich ganz gut sein, ne? Und dann werden wir wahrscheinlich insgesamt gesehen es nicht schaffen. Und eine Verspätung haben. Schätze ich. Bin mir nicht sicher.
So, dann. Oh, war das eine Fahrt? So, was ist denn jetzt hier? Jetzt komme ich gar nicht hier rein. Oh, meine Schlafmod. Irgendwie hat es meine Schlafmod entschärft. Schade. Ich kann mich gar nicht hier reinlegen. Ach, blöd. Und gerade hier, wo so aufgeschüttelt ist, ne? Ja, dann. Oh. So, natürlich wieder nachts. 1 Uhr. Und wir haben nur noch 3 Stunden Zeit. Also, jetzt keine fiese Mandanten hier. Gleich weiter auf die A1. Ne, wir sind schon auf der A1, denke ich, ne? Wir sind auf der A1 und dort sollten wir auch bleiben. Und ja, und dann irgendwie Osnabrück. Und dann bei Osnabrück geht es ja dann hoffentlich nach Bremen und nach Hamburg, ne? Rauf. Hat ja echt wunderbar funktioniert hier. Ja, aber manchmal, ne? So Faden, ne? Ich schaue ja wirklich auch so ab und zu mal anderen zu. Bei ihren Faden so, weil es ist wirklich recht entspannt. Also mir selbst schaue ich nicht zu, das ist ja Quatsch. Also manchmal schaue ich bei mir rein, nur um mal zu schauen, ob alles soweit in Ordnung ist. Wie gesagt, was mir aufgefallen ist, dass meine Stimme leiser wird, sobald ich schneller wäre. Ich krieg's nicht hin. Und dann schaue ich bei anderen rein, die so Truck fahren. Und da merke ich, dass selbst die mit Navi fahren, oder es gibt so welche, die auch mit Navi fahren, ne? Dass selbst die sich verfahren. Und das gibt mir doch ein gewisses Gefühl der Sicherheit. Ne? Der, ja, sag ich mal so. So, wir waren bei Calais. Ja, wie gesagt, es gibt da auch die Provinz Calais. Nord-Basse de Calais. Und Pass heißt ja nichts anderes als Passage. Ne? Eine Passage. Die Nordpassage. Ja, und durch den Eurotunnel dort, da fährt zur Südküste, die etwa 30 Kilometer weit weg ist. Ich glaube, 30 Kilometer. Man, es sind echt nur 30 Kilometer. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es tut mir leid jetzt. Ich glaube, es waren 30 Kilometer. Weil noch was mit 30 war, nämlich 30 Minuten. In 30 Minuten, in einer halben Stunde ist man dann in England. Ja, ich weiß ja nicht, wie sie es hier jetzt geregelt haben. Ne? Ob man dann mit einem Zug rüberkommt oder ob man... Ja, man kann ja nicht durch den Eurotunnel, kann man doch nicht selbst fahren, oder? Wüsste ich jetzt nicht, oder? Könnte man da mit einem LKW direkt durchfahren? Ich weiß es nicht. Also der Eurostar fährt ja da durch. Also da kann man dann im Grunde... der ist ja so Personenverkehr, ne? Das Ganze liegt ja im flämischen Einflussbereich, deswegen, wenn man so sich diese Provinz anschaut, die Städte, das sind alles so flämische Kunst, ne? Diese flämische Kunst ist überall präsent. Es gab ja, weil wir gerade von den Flammen haben, ne? Da gab es mal so eine, war es eine ZDF-Reihe, ich glaube, eine ZDF-Reihe. Über die, ich bin ja totaler Fan so Geschichts, also ich mag total gerne Geschichtsfilme und die Reihe der Deutschen ist ja da zum Beispiel total cool, die man in der Mediathek auch anschauen kann, auf ZDF, ne? Und da gab es glaube ich auch mal eins über die Kreuzfahrer und da kam so ein flämischer Ritter drin vor, Leto. Mein Gedächtnis. Oder Letos. Jedenfalls ist dieser flämische Ritter derjenige gewesen, der bei Jerusalem als erster über die Zinnen gestiegen ist. Ne? Und
Dann Gottfried von Bouillon. Hätte ich bald gesagt Bouillon? 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 Nein. Immer schwierig. Duisburg. Ja, Duisburg hätten wir gemusst, wenn wir den anderen Auftrag angenommen hätten. Gottfried von Bouillon. Ein französischer Ritter, einer der Hauptleute eigentlich des Ritterkreuzzuges, gab ja zwei Kreuzzüge, einmal den Armenkreuzzug, angeführt von Peter den Eremiten, und einmal eben auch den Ritterkreuzzug. Ja, und der hat dann die Mauern mit seinen Truppen überwunden. Und dann natürlich kam es zu diesem schrecklichen Massaker. Ne? Und da ist dieser ganze, ich sag's mal, ganze Ärger, dieser ganze Stress und so weiter, den die Ritter da hatten, als sie runter nach Jerusalem sind, der hat sich dann entladen im Zorn an die Jerusalemer Bevölkerung. Da hat man auch nicht mehr unterschieden zwischen Christen oder Muslimen oder Juden. Da hat man nur noch gemetzelt und geplündert. Und da hat man dann auch gemerkt, also nicht mehr im Sache, also das war keine Sache des Glaubens mehr. Ja, also flämischer Einfluss eher. Was haben wir denn noch? Ja, Calais habe ich nichts mehr. Ja, wie gesagt, Frankreich. Ach, eine, Moment mal. Wo sind wir denn jetzt? Ach, Nordrhein-Westfalen, okay. Zusammenstark, da sind wir schon mal reingefallen. Eins, das, hab ich das schon mal? Ich glaube, das habe ich euch auch schon mal gesagt. Eins, das Croissant, ne? Das hört sich ja nun wirklich wahrhaft französisch an. Eine richtig gute Bekannte von mir, die hat mir mal so erzählt, und das habe ich nicht gewusst, dass das Croissant, zumindest in der Legende nach, ob es denn wirklich so war, weiß man nicht so genau. Das ist österreichisch. Auf alle Fälle ist das Croissant so oder so, ist es nicht französischen Ursprungs, sondern österreichischen Ursprungs. Und die Legende oder der Legende nach war das so, als die Türken vor Wien standen, ich glaube, das habe ich euch schon mal erzählt, kommt mir so bekannt vor, da haben die Bäcker so einen Tunnel entdeckt, durch den die Türken hätten reinkommen können, und aufgrund dessen haben sie in ihrem Freudenrausch solche Croissants gebacken. Und in Form eines Halbmondes. Ja. Uhu. Warte mal, wir bleiben hier. In Form eines Halbmondes. Das hört sich irgendwie auch halbwegs plausibel an. Das hört sich irgendwie warm an, oder? Aber man weiß es natürlich nicht. So, kommen wir jetzt hier raus. Manche gehen rüber, manche nicht. So, jetzt gehen wir raus nach der Polizei. Ja, was gibt es denn noch bei den Franzosen für Essereien? Baguettes, ne? Ein Baguette ist natürlich wieder total französisch. Froschschenkel. Delikatesse. Schmeckt angeblich nach Hähnchen. Also ich habe schon mal, als ich in Südafrika war, Krokodil gegessen. Und das schmeckt wirklich nach Hähnchen. Das war so indisch zubereitet. Ne? Das war sehr lecker. Ich werde es nicht jetzt nochmal essen, weil Krokodile, ne, das sind Krokodile, das sind eigentlich keine Nutztiere. Ich habe da auch mal Antilope gegessen, das war nichts. Einfach nur mal, weil ich es wissen wollte. Also es war richtig zäh und trocken, und es war, ja. Genauso, ich mag eigentlich auch nicht so Strauß. Ich glaube, nur mit dem Mercedes haben wir es bis jetzt geschafft, über 100, oder?
Schatz. Was war das? Arthas? Hab's nicht ganz genau gelesen. Ja, was haben wir denn noch? Soufflés. Soufflés ist auch französisch. Ist irgend so ein Kuchen, ne? Mit flüssigem Inneren. Zum Beispiel Schokolade oder sowas. Soufflé. Artischocke kommt, glaube ich, auch. Ja. Trüffel. Trüffel ist auf alle Fälle französisch. Ganz eindeutig. Oder eine Bastete. Ansonsten, wie gesagt, so Frankreich und so, vielleicht Geschichtliches auch von Frankreich, dann lieber, wenn wir mal durch Frankreich durchfahren, ne? Ein bisschen, wenn wir die französischen Städte uns anschauen. Jetzt fahren wir schon wieder nachts. Bleiben wir mittig, ne? Obwohl, hinter uns ziehen wir einen ganz schönen Stau her, aber da ist ja noch so einer, der fährt noch weiter links, obwohl er noch nicht mal Ladung hat. So, wir dürfen nur nicht Hamburg hier aus den Augen lassen. Bleiben lieber mal hier. Sonst fahren wir noch nach Amsterdam. Ich nehme an, wenn wir wieder hier an dem vorbeiziehen. Kollege, bleib ja drüben. Bleib ja drüben. Und? Wohin geht's? Was? Auch nach Hamburg. Okay. Aber es war gerade so cool irgendwie. Ich hätte es gerne noch ein bisschen gelassen. Aber ich wollte nicht lenken. Polizei. Ja, man darf ja in Deutschland, soweit ich das weiß, nicht schneller als 9. Eigentlich nicht schneller als 80, glaube ich, sogar fahren. Auf Autobahn. Und ja, 90 wird, glaube ich, geduldet. Wenn man drüber ist, ist dann, glaube ich, also wenn man geblitzt würde, ist ja sowieso Quatsch. Also dann müsste die Polizei irgendwie laser. Ja, ich weiß, ich schaffe es nicht. Ja, das ist meistens so, ne? Das schaffen wir einfach nicht, wenn wir dazwischen solchen Unsinn machen. Da haben wir auch keinerlei Zeitfenster mehr, ne? Es wird uns also einiges kosten, der ganze Spaß hierauf. Der war nicht gut. Der war schon nicht gut durchgeplant, finde ich. Ne? Wir haben ja immer dazwischen einen Rastplatz und so weiter. Ja, Mist. Ja, Rostock rüber, weil ich gerade, ich habe gerade Rostock irgendwo gesehen. Ja, hier Rostock. Ist auch eine sehr schöne Stadt, finde ich. Ich weiß nicht, ob das dieser Nebel durch die eine Mod kommt, der ein bisschen für atmosphärischere Umgebung hier sorgt. Könnte es sein. Ja, vielleicht mal noch ein bisschen von meinem Kanal sprechen, weil wir haben es ja nicht mehr weit bis Hamburg. Ich habe da mal dieses Darkest Dungeon habe ich einmal ausprobiert und ich weiß ja nicht, also bei der Folge hier, die ist natürlich schon weit in der Zukunft dann, ich weiß nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Es ist irgendwie ein schönes Spiel, aber weil es auch so ein bisschen dieses, ja, mit Stresslevel und mit diesem Hunger, Survival-Feeling. Aber es ist, ich weiß nicht, so Langzeitmotivation kann ich mir, ich weiß nicht, vielleicht kommt es ja noch, ne? Vielleicht muss man erst ein bisschen länger spielen, um das, ja, den Reiz zu erfassen. Kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Continental? Oder auch kontinental? Eher kontinental, ne? So wird es bei uns gesagt, ne?
kommt in den Turm. Ja, ich würde gerne noch nach Eisenwald, was sich wahrscheinlich noch ein bisschen hinzieht, ja, ein weiteres Strategiespiel. Und ich muss sagen, ich habe trotzdem auch immer noch auf meinem Radar Black Guards. Huch, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Moment, muss da vorne nochmal schauen. Hamburg, 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 Hamburg. Ich finde es immer schön, wenn so die Sonne hier so durchbricht. Vollsperrung Richtung Rostock. Hoffentlich steht hier keine Radarfalle. Ja, ich weiß noch nicht so recht. Denn Black Guards 2 würde ich trotzdem gerne mal spielen. Ich sag's ganz ehrlich. Das wäre schon nicht schlecht. Weil den ersten Teil, den haben wir ja komplett durchgespielt. Ne? Und war ja nett. Also war dann auch schwer. Also ich spiele ja Spiele nur einmal. Deswegen spiele ich gerne immer auf schwer oder sowas. So, jetzt müssen wir uns aber trotzdem hier konzentrieren. Was haben wir denn da gesagt? Die Straße, die erste Straße durch. Wenn wir jetzt richtig sind hier, halbwegs, dann müssen wir die erste Straße durch und dann rechts rein. Aber dann müssten wir hier richtig sein. Das wäre die Voraussetzung. Was ich noch nicht so richtig glaube. Bin mir nicht sicher. Ja, oder mich würde natürlich auch Disciples 3 reizen. Das ist dann so ein bisschen wie Legions, ne? Nur in einem Fantasieuniversum, was ich finde eine recht gute Story hat. Das wäre natürlich auch sowas. Oder dieses Armello, oder wie das hieß. So, die erste haben wir gesagt, drüber. Und dann rechts rein, ja. Wenn es, wie gesagt, aber wir hätten mal schauen sollen, ne? Als ich dort gestanden habe und dumm vor mich hingeredet. Ja, vielleicht schaffen wir es. Vielleicht ist es ja wirklich, sind wir wirklich die richtige Ausfahrt von der Autobahn runter, ne? Ja, dieses Armello wäre natürlich auch noch was. Würde mich reizen. Dieses, so ein bisschen ein Würfelspiel, ne? Könnte interessant werden. Bisschen kindlich gehalten, ne? Mag ich ja. Soll nicht erstmal noch irgendwo rantatzen. So, was haben wir hier? Driver Job. Arbeits. Ach so, jetzt haben die gar nicht mehr Randstadt. Cool. Das haben sie auch verändert, ne? Dann haben wir hier ein bisschen unterschiedliche. Finde ich gut. Hamburg. Aber Hamburg? Sagt mal in Hamburg. Aber über Hamburg habe ich euch nichts erzählt. Das passt ja perfekt dann eigentlich. Wenn dort der Volvo-Händler wäre, dann könnte ich euch ja was über Hamburg erzählen. Ich glaube, ich habe euch nichts erzählt. Dort hinten, könnte das der Volvo-Händler sein? Boah, dort sind die Hafenanlagen. Es steht Volvo drauf. Wo Volvo drauf steht, ist vielleicht auch Volvo drin. Schön, wirklich. Ich finde es wirklich schön, dass wir mal ein bisschen so ein bisschen andere Abziehbilder, hätte ich beinahe gesagt. Ja. So, da gehen wir mal. Warte mal, da fahren wir wieder hier ein bisschen raus. Ne? Ups, ups, nicht zu weit. So. Achso. Warte mal, ich muss erstmal ein bisschen nach Spiegel fahren.
Boah, aber der wieder gleich einschlägt, ne, wenn man da ein bisschen falsch lenkt. Wenn man da ein bisschen nur einschlägt hier, ne, da geht's gleich richtig rund hier. Bei manchen LKWs, die ich gefahren bin, da muss man ganz schön kurbeln. Aber da, der reagiert. Ja, der hat einen kleinen Wendekreis auch, haben wir ja gemerkt, ne? Das kommt schon davon. Also, so ein Mercedes wäre natürlich auch was, finde ich. Ich glaube, wir kommen gut. Ich glaube, wir kommen ganz gut. Supi. So, schauen wir es uns mal an. Kurzer Bremsweg. Wo ist kurzer Bremsweg? Wenn es drauf ankommt. Die Reifen von Continental. Da sind wir vielleicht doch noch. Ich glaube, es passt nicht, wo wir hinfahren. Oder? Bin mir nicht sicher. Verspätet. So, was bekommen wir denn noch? Am Ende raus. Oh. Ja, zu Recht. Zu Recht. Naja, okay. Ich sehe es ein. Aber wir sind zwar bei Volvo, aber nicht beim Volvo-Händler. Leider. Nicht beim Volvo-Händler. So, das machen wir aber das nächste Mal. Kaufen wir uns einen Volvo. Und ja, den kaufen wir uns dann einfach bei Luxemburg. Ne? Also jetzt kann ich. Oder wartet mal, eins, schauen wir mal. Wenn jetzt hier was nach Luxemburg fährt, das wollen wir noch schauen. Dann fahre ich die Tour noch. Nee, nicht. Ich brauche noch Hamburg. Entschuldigung. Ich habe jetzt nach Luxemburg geschaut. So. Hamburg, Liege. Liege wäre in der Nähe, aber ist halt kein Luxemburg. Hamburg, Wien, 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 nee. Nee. Okay, dann nicht. Liege. Zu Aldi. Continental zu Aldi. Hm. Ja, ich find's schön, aber ist ja dann blöd, wenn es nicht passt. Ne? Kann natürlich auch sein, dass es nicht mit der TSM passt oder was auch immer. Das weiß ich wirklich nicht. Keine Ahnung. Also dann. Ah nee, ich hasse euch eigentlich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich wünsche euch nämlich eine wunderschöne Woche noch. Ciao, ciao.